Also Wellness steht nicht dafür, dass sie nur den ganzen Tag Sauna machen und Solarium, sondern auch diese Damen sind trainiert, sehen toll aus und ihr könnt euch jetzt davon überzeugen, was für tolle Athletinnen wir hier in der Wellness-Fitness-Kategorie am Start haben. Wellness-Fitness 13 Teilnehmerinnen. Wir beginnen mit der Vorstellung der Startnummer 55, Valeria Kellner vom Powerplay Leinfelden. 56, Julia Schneider, Velja Fitness. 57, Juliana Bersch vom Landesverband in Berlin. 58, Tami Weitzel vom YouTube Fitness Treff. 59, Sandra Kiss vom Olymp Fitness Center in Düsseldorf. Die 60, Jani Kassel vom Clocks Fitness in Gießen. 61, Bianca Saller vom Gym 80 in Ergolding. 62, Laila Trapp von der Nutrition Lounge in Hamburg. 63, Veronika Berg vom Baden-Württembergischen Leistungszentrum. 65, Franziska Weil von der BB Sportnahrung. 66, Tatjana Mühleis vom Sportstudio Speaker. Julia, beweg dich bis jetzt! 70, Gesa Doreen Savic von der Nutrition Lounge. Und mit der 71, Lisa Hillebrand vom Muskelhaus Hanau. Athletinnen, die sich qualifiziert haben. Vorrunde, Vorwahl, die Top 6 müssen ermittelt werden. Es gelten die gleichen Wertungskriterien wie den vorangegangenen Bikini-Klassen. Harmonischer, sportlicher Körper, Präsentation, all diese Dinge werden verglichen, bewertet, um die Top 6 zu ermitteln. Hier darf der Unterkörper bis hierhin überproportional sein in den Wellness-Klassen. Wir drehen nach rechts. Ja, super! Da! Jawoll! Rücken an sich. Oberkörper aufrecht lassen, nicht nach vorne kippen. Viertel drehen nach rechts. Nach
Frontansicht. Kategorie dürfen die Beine, Gesäß überproportioniert sein. Das heißt aber nicht Fett, oder? Nein. Julia! Nein, Fett ist in keiner Klasse bei uns ein Wertungskriterium. Trau dich! Etwas kräftiger ausgebildet. Ja, in unseren Regeln stand was von stattlich, glaube ich. Ja, das wirklich schlimm was. Ja. Das heißt also Damen, die beim Beintraining, beim Gluteustraining viel Erfolg haben, genau. Gerne Gas geben. Das sind dann die, die sich später in der Wellnessklasse wiederfinden. Genau. Sieht man ja eigentlich auch bei allen. Ich habe die Wellnessklasse als allererstes in Südamerika kennengelernt. Da ist sie schon sehr, sehr lange populär. Da liegt das auch ein bisschen in den Genen. Gibt das sowas? Ja, natürlich. Ein genetischer Vorteil? Unbedingt. Ja? Und dann ist es praktisch von Südamerika hier rübergetragen worden nach Deutschland. Genau. Da tut man sich oft ein bisschen schwer. Aber gibt's auch. Die ganzen Frauen, die immer sagen, oh, wenn ich einmal Kniebeugen mache, dann werden meine Beine so dick. Ich gehe nie wieder ins Studio. Die haben jetzt auch hier ihre Klasse gefunden. Die haben jetzt ein Ziel. Ja. Die haben jetzt die Wellness-Kategorie und man sieht ja, ob ihr mal so schaut oder was meint ihr. Die sehen ja schon toll aus, oder? Ja, auf jeden Fall. So, nach vorne zum ersten Vergleich, die Startnummer 55, 56, 60, 61 und 65. Startnummer 57. 20.
63, 66, 70. Drehung nach rechts. Rücken an sich. Vierteldrehung nach rechts. Und nach vorne Frontansicht. Drehung nach rechts. Julia, beweg dich mal. Yes, sieht die gut aus. Rücken an sich. Franzi, bitte. Vierteldrehung nach rechts. Wieder nach vorne zur Frontansicht. Weitermachen. Ja. Vielen Dank. Danke. Super. Ich darf nochmal alle Teilnehmer in der Kategorie Wellness Fitness nach vorne bitten. Nach vorne. Wellness Fitnessklasse. 13 tolle Teilnehmerinnen. 6 von euch werden wir im Finale wiedersehen. Auch an euch vielen Dank für eure Arbeit, für eure Wettkämpfe, die ihr schon hinter euch habt, und für die tolle Präsentation hier und heute auf der Bühne bei der internationalen deutschen Meisterschaft. Jetzt kann man es ja sagen, fett haben wir da keins gesehen, oder? Definitiv nein. So, jetzt passt auf.